So, der Star des Hörlanders, ich heißt euch hier willkommen zurück, genau. Oh, verdammt, ich habe schon wieder zu viel drin. So, ja, wir waren das letzte Mal stehen geblieben hier im Aslantal beim Questen und wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Oh, verlassen Abteil kommt auch bald. So, und ja, ich will euch gleich vorweg was sagen. Wir haben hier seit dem Chat. Ich weiß nicht, entschuldigt, ich bin ein bisschen. Nein, auf jeden Fall seit dem neuen Patch 6.0 ist es jetzt so, der Ritter hat sich jetzt ein bisschen verändert. Ein bisschen arg. Ich will das mal so sagen, und zwar Heiliger Schlag und so weiter, klar. Ich muss noch was im Interface ändern. Und zwar Heiliger Schlag und so weiter, das ist jetzt alles nicht mehr so ganz der Ritter. Also zum Beispiel werden wir kein heiliges Siegel mehr mit uns schleppen müssen, das man alle 5 Minuten aktualisieren muss. Halt daneben. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir müssen hier jetzt ein bisschen in den Ritter, wir müssen uns ein bisschen umgewöhnen. Ein klein wenig. Hotkeys brauchen wir. Ja, ich habe mal neulich was geändert. Hier seht ihr es. Die 3 ist nicht belegt. Jetzt ist sie es wieder. So. Also die Sache ist nämlich jetzt die, zum Beispiel hier verursacht, wir brauchen keine Siegel des Lichts mehr insoweit, sondern das macht jetzt der Heilige Schlag für uns. Genau, deswegen, da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Das Problem ist jetzt, wir müssen das Ganze jetzt natürlich ein bisschen neu drauf machen. So, alter Heiliger Schlag weg, alte Bestrafung weg. Mana-Rückfluss ist auch so eine Sache, wo ich ehrlich sagen muss, huh, das gibt's nicht mehr. Ja, es gibt keinen Mana-Rückfluss mehr. Sondern hier gibt es jetzt Explosion der Heiligen Macht. Verleiht ein Buff, der als 2 Sekunden 3% MP wiederherstellt und die Aggro alle Angriffe stellt außerdem während der Heilung 20 Sekunden lang 270 MP wieder her. Das ist jetzt eigentlich unsere. Was kann von eurer aktuellen Klasse nicht verwendet werden? Habe ich das nicht geändert? Nochmal ändern. So. Ja, also auf jeden Fall, sonst abrüsten ist gleich geblieben. Und so weiter. Der Rest ist relativ gleich geblieben. Aber es sind halt hier zum Beispiel Heiliges Siegel, verursacht 75% physischen Lichtschaden pro Sekunde. Müssen wir natürlich die neue Version rein. Wirbelnder Schild ist ein bisschen geändert, glaube ich. Lichtfesseln haben sich nur vom Namen her ein bisschen geändert. Aber gut, es ist halt so. Auf jeden Fall, und ja, diese ganzen Skills, das müssen wir uns jetzt ein bisschen wieder umgewöhnen. Zorn des Heiligen Lichts, Ansturm und so weiter. Das ist jetzt alles, wie gesagt, ein bisschen verändert. Also müssen wir wieder dahinter kommen. Machen wir schnell raus. Was zum... ja, ist ja egal, wir haben ja ein Healbot. So, dann wollen wir doch mal loslegen. Fast, Priester. Moment mal, mir ist nämlich aufgefallen, ich habe hier keine gesegnete Aura drin. Schmeißen wir das mal raus hier. Magischer Schutz tun wir uns jetzt auch mal rein, dass wir den haben. Reisende Flut brauchen wir nicht. So, also, was wollen wir hier denn machen? Heute hier in Runes of Magic, heilige Blume. Erlangt eine Heilige von einem Taltöpfel oder Talstinker. Dann müssen wir die Dämonenschweine ein bisschen machen. Zwischenverfallene Minen und Goblindorfen findet die libellenartige Kreatur. Da sind wir ja gestorben. Aber ich glaube, anscheinend soll ich den ja nur ansprechen. Sie. Deswegen machen wir das doch gerade mal. Nö. Also ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen, ehrlich gesagt. Aber gut, dann wissen wir das auch. Es geht im Moment nicht. Wir gehen zur verfallenen Mine. Ja, es ist. Ja, ich habe mal wieder nicht Let's Play. Die letzten Tage, es kamen keine Videos hoch. Naja, ich habe es ja gesagt, wenn ich einfach nicht motiviert bin, dann mache ich das auch nicht. Also, Tatsache. Ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, mein Gott, es gibt doch so viele Let's Play-Videos. Da wird man wohl noch was finden. Ah, hier Taltölpel. Von denen soll ich ein bisschen was klauen. Und ihr seht, jetzt kriegt er diese heiligen Siegel schon drauf. Also, es geht ganz gut. Es geht ganz gut. Und was ist das für ein Geschrei da hinten, ey? Oh, da kann man ja nicht mal mehr in Ruhe LP'en. Das ist ja zum... Ach. Oh, ich muss mal hier den ganzen... Lootomatic. Da kommst du her, du feige Sau, ab. Jetzt bleibst du hier. Haut die... Erst haut er nach mir und dann haut er ab, die feige Sau. So läuft das aber hier nicht. Und wenn ich jetzt alles in mir hinterher ziehe, das ist mir scheißegal. Du feige Sau kommst jetzt her. Hopp jetzt. Komm. Weiter. Ist mir wurscht. Und wenn du dreimal immun bist, komm jetzt her, du feige Sau. So, zack. Nimm das. Ja, wir haben ein paar Ameisenbären hinter uns, mein Gott.
Aber ich muss sagen, meine Mana gehen hier verdammt schnell runter hier. Ach, Moment mal, ich kann doch diesen Buff da reinmachen, diesen Mana-Buff. Oh. Wie war das mit Heilung? So. Irgendwie so war das. Jetzt krieg ich Mana. Okay, so scheinbar geht das noch nicht so ganz, wie ich es gern hätte. Komm, hau weg. Nee, also so ganz verstehe ich das jetzt noch nicht ganz. Aber egal, Hauptsache wir machen Damage und hauen das Vieh hier. Und du haust mir jetzt nicht ab. Hä? Seit wann hauen Vieh ab? So, jetzt pass mal auf. Die Tränke bedeutender magischer. Och nö. Nehmen wir dich gleich noch auslooten. Nein. Super. Das heißt also, wir müssen jetzt ein bisschen gucken, was wir wegwerfen. Weil diese ganzen Sachen, die will ich eigentlich nicht wegwerfen, aber ich. Ja, aber woanders, dann muss ich sie wegwerfen. Ach egal, wir werden es auch ohne schaffen. Ah, nee, ist auf jeden Fall. Ich habe wirklich in letzter Zeit einfach überhaupt keine Motivation gehabt. Hab dann auch gedacht, nee, Lashes lieber. Habe ich ja dann auch gelassen. Muss nämlich auch. Ich finde, das muss auch nicht sein. Also, da gibt es wirklich Besseres, ein Wichtigeres. Und wir haben die Quest erledigt. Die heiligen Blumen haben wir. Gut. Ich weiß nicht, heute ist so ein Tag, ich weiß nicht. Da ist man einfach, ich persönlich bin da einfach nicht so. Ich bin da so ein bisschen gedämpfter. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich meine, jetzt kommt auch die Sonne raus. Also das wird, ist natürlich geil. Also das hebt die Laune natürlich wieder um einen großen Teil. Aber trotzdem ist es halt ein bisschen. Was? Was müssen wir jetzt machen? Nicht du guizen, ich will mit der Simone reden. Um das zu finden, die Medizin, die mir der Destillierkolben hinter mir zu füllen. Okay, also wir müssen jetzt erstmal diese Nervbacke hier wegmachen am besten. Ne, kriegen wir die noch. Ja, ich spiele halt mit Maus. Ja, weil ich es halt kann. So. Also was müssen wir machen? Wir müssen diese heilige Blume vollenden. Ne? Na gut, machen wir. Ne, es war auf jeden Fall echt was los. Also. Und ich bin einfach gerade, ihr solltet eh nur. Okay. Tja, jetzt haben wir ein bisschen was zu tun. Mal wieder. Deswegen machen wir jetzt weiter. Wir wollen jetzt noch nicht das Silber fahren. Wir wollen jetzt die Dämonen Menschweine machen. Und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Ackermann. Das andere ist halt diese Prüfung vom Lehrling des Vaters. Das ist jetzt halt ein bisschen blöd. Dass wir die jetzt noch nicht machen können, ist aber auch nicht schlimm. Denn wir haben im Notfall. Ich könnte eigentlich mal. Könnte ich nachfragen? Nee, noch nicht. Noch nicht. Das probieren wir nachher nochmal. Wir haben ja noch Sühnegutscheine en masse. Also von daher müsste das ja gehen. Nein. Nicht die Libellen. Auf euch habe ich keine Lust. Nee. Was haben wir hier? Rüstungs. Ach, wir haben sogar noch Rüstungsscheine. Sieh mal an. Na, die wollen wir nicht verschwenden. Hier, das sind. Hauer. Das sind Hauerschweine. Ich will keine Hauerschweine. Ich will. Dämonen, Mähnenschweine. Und da müssen wir ja zum Jagd, zum Bluthundberg, also hier rüber irgendwo. Ach, da ist eins. Auf mal ein bisschen. Oh, da ist ein Dämonenschwein. Verdammt, ich hab's auf die 6. Nö, Ameisenbär, ich mag dich nicht. Ups. Das mit der Bestrafung, das war jetzt nicht so geplant. Ich geb's jetzt zu. Okay, machen wir nochmal den Mana-Buff da. Ich weiß auch nicht, was der jetzt bringt, aber. Hauptsache Schwein tot. Komm. Habe ich. So. Gut. Und dann müssen wir jetzt dort jede Menge von diesen Viechern zerlegen. Ganz viele. Ein Hämmer. Von 20. Super. Ja, also. Ja gut, es ist halt so. Also. Wir können es nicht ändern, leider. Ach komm, du blödes Dämonenschwein. Hopp. Stirb einfach. Da, you pick irgendwas. Nee, ich sage, ich finde das allgemein ein bisschen interessant hier in der im Aslantal, dass man hier echt noch so, dass das so brutal ist mit den im Gegner erledigen. Ich meine, es ist halt schon viel, gell? Erlege hier 20 Gegner, erledige da 30 Gegner, tu überall 30 Gegner zerlegen. Das ist ordentlich, also haben wir schon einiges. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich mache den jetzt aus, den Lutomatic, weil das geht mir jetzt doch ein bisschen auf den Keks. Und ja, das ist jetzt erstmal unsere Hauptaufgabe. Dämonenschweine zerlegen. Oh ja, das ist unsere Aufgabe. Und das ist unser Heiltrag. Also, komm her, Dämonenschwein. Oh, da kommt noch ein zweiter. Sein Kollege kommt dazu. Eberhard von Grunzhausen. Was weiß ich denn. Mana Buff. Und du wirst jetzt niedergeabrüstet. Genauso wie du.
Ja, ihr werdet das vielleicht gesehen haben. Ich habe ja auch in der Zwischenzeit ja auch mal Mega Man hochgeladen für Game Boy, den ersten Teil. In dem habe ich auch gesagt, dass ich ja etwas. Her damit. Ja, prügel du nur. In dem habe ich auch gesagt, dass ich die Mega Man-Reihe neu machen werde. Das werde ich auch machen, also definitiv. Nein, nicht genug Dämpchen. Ich werde auf jeden Fall mich um die Mega Man-Reihe nochmal kümmern. Ich werde es komplett machen, diesmal mit 5, die Game Boy-Reihe. Ja, alle. Auch wenn ich nicht der größte Fan bin von. Aber, mein Gott, ist doch egal. Ich habe mir halt gedacht, nee, wenn, dann machen wir es jetzt komplett. Das ist es auf, ich finde es auf jeden Fall besser. Nee, ich lasse mal jetzt laufen. Es sind mir zu viele andere Schwindels. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ich werde die auf jeden Fall machen. Und ja, mal schauen einfach, was rauskommt. Ich meine, das wird. Ich bin mir sicher, dass das lustig wird. Und wir schauen einfach mal. Ich werde aber nicht mehr immer noch Runes aufnehmen. Also, wie gesagt, es ist einfach bloß eine Motivationssache. Habe ich keine Motivation, nehme ich nicht auf. Es ist bei mir eine klare Sache. Und wie gesagt, also daran. Es kann auch vorkommen, dass dann einfach nicht hochgeladen wird. Mal. Das ist dann einfach so. Das kann ich nicht ändern. Ich meine, was bringt's euch? Jetzt ist es wirklich nochmal. Was bringt euch? Das hatte ich ja das letzte Mal auch schon. Was bringt euch das jetzt, wenn ich jetzt hingehe und sage, oh, ich bin. So wie ich es jetzt am Anfang eigentlich hatte. Könnt mal ehrlich. So kommt. Ja, doch, so ist es eigentlich. So war es ja bei mir am Anfang. Ein bisschen, dass ich hingehe. Und das möchte ich eigentlich so gut es geht nicht. Und deswegen mache ich da auch im Normalfall halt eben. So. Och, ihr Schweindels. Nee, deswegen gucke ich auch, dass ich ein bisschen. Ja, jetzt machen wir erst den Platt, einfach nur, weil er uns böse angestürmt hat. Angreifen wollte. Nein, und das ist einfach die Sache. Und da sage ich dann halt, okay, ich habe jetzt keine Lust, dann nehme ich nicht auf. Ganz einfach. Und nein, lasst mich raten, kein Angriff möglich, wegen. Nö, nicht wegen meiner Mangel. Puh, keine Ahnung, warum dann. Alles mitnehmen. Und deswegen sage ich dann, also auch, also, muss nicht alles sein. So, hier haben wir den nächsten Schweindel. Was auch interessant ist, ich habe ja ein Dämonenschwein im Visier, das sich jetzt erst anstürmen lässt. Also, auf jeden Fall habe ich ein anderes Projekt mal vorgeschlagen bekommen. Das hört sich ganz interessant an. Und ich werde mir das auf jeden Fall anschauen, weil sich das echt gut anhört. Ja, ich will natürlich nie verraten, was, also, aber es sah auf jeden Fall echt sehr cool aus. Also, ich habe das mal ein bisschen probiert. Und welche Reihe noch kommt, ich habe sie schon mal aufgenommen, ich habe es nicht hochgeladen, weil ich einfach nicht zufrieden war. Das war Stardust Warrior Zockt Arcade. Ja, der Stardust Warrior 33, der wird Arcade zocken noch. Irgendwann. Und diese Reihe wird sich im Endeffekt einfach mit den schönen Arcade-Games beschäftigen, die hier so auf der Welt existieren. Sagen wir einfach mal so. Es gibt hier so viele, wisst ihr. Das ist zum Beispiel interessant. Arcade war ja bei uns nie so der große Renner. Also bei uns war das ja immer so. Arcade war ja mehr so im Sinne von. Ja, du wirfst Geld rein und dann kannst du spielen. Ja, das war bei uns einfach nicht normal. Das war bei uns einfach nicht da. Also wir hatten unsere Heimkonsolen, wir hatten unsere PCs, Commodore 64, Amiga. Solche schönen Sachen, die hatten wir einfach. Zum Beispiel. Oder NES, natürlich SNES und so weiter. Klare Sache. Und tja, da hat sich das bei uns natürlich jetzt nicht so durchgesetzt gehabt, die Arcade. Und irgendwie kriege ich deutlich mehr Schaden von den Viechern, ich weiß nicht. Und deswegen hat sich dadurch, dass sich das nicht so bei uns durchgesetzt hat, kennt man auch die meisten Spiele nicht so. Weil es ja nicht von jedem ein Heimport gab. Und ich muss sagen, das ist schade. Weil es echt tolle Spiele da draußen gibt, die echt super sind. Also vom Arcade her. Und ich finde es schade, wenn man die einfach so in Vergessenheit geraten lässt. Und da habe ich mir dann gedacht, nee, ich muss wirklich mal hier ein bisschen mal Arcade zocken und einfach mal so ein bisschen die ein paar schöne Spiele zeigen. Es geht ja gar nicht darum jetzt hier, oh, ich werde das jetzt so oft ich nur kann machen. Nee, nee, es geht einfach nur um die Tatsache, dass ich dann einfach mal ein bisschen Arcade zocke. Ah, oh, sind die Sachen schon hier wieder weg, super. Dass ich einfach ein bisschen Arcade zocke und einfach euch mal ein bisschen zeigen kann, so ein paar schöne Spiele zeigen kann. Das ist im Endeffekt der ganze Sinn dahinter. Und ja, hoffen wir einfach mal, dass ich das vielleicht auch einigermaßen aufgenommen kriege. Also es gibt noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Aufnehmen. Weil die Sache ist die, so ein Arcade-Spiel. Ich meine, was bringt euch das, wenn ihr halt so seht, wie ich rumrenne, aber keinen Sound habt? Und Hand aufs Herz, ohne Sound geht da gar nichts.
Also auf jeden Fall meinerseits nichts, geht nichts ohne Sound. Und deswegen sage ich auch, möchte ich lieber eine Runde Arcade zocken. Der Gildenbelagerungskrieg hat begonnen. Ja, das hat er. Sehr schön. Ja, das könnt ihr euch vielleicht noch informieren gleich. Und zwar, jetzt beende ich erstmal das über die Arcade. Also auf jeden Fall, das wird noch alles kommen. Und oh, du Sau. Moment mal.